Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und den Blog haben wir im letzten Video gemacht und wir hatten ja hier eine Menge Abschnitte, hier diese kleinen Dinge, die habe ich an der kurzen Seite hier zusammengenäht, auseinandergebügelt und ein Hourglass gebildet. Also haben wir, glaube ich, 32 Blöcke und auf 1,5 Inch geschnitten. Das mache ich mal gerade eben noch, um das zu zeigen. Es ist ja wirklich klein und fitzlig, der ist hier ein bisschen anders. So dass ich das Kreuz hier in der Mitte habe, dass ich genau weiß, die Diagonale ist das richtige Maß. So, und dann möchte ich die ja nicht so zusammennähen. Ich habe mir überlegt, ich schneide mir hier solche Streifen und ich möchte eine Größe haben von 2,5 Inch. Also brauche ich 1,5 Inch. 1,5 und 1,5 sind 3, aber ich habe ja jeweils eine Nahtzugabe vom 1/4 Inch. Hier auch, also ziehe ich 1/2 Inch ab und dann lande ich nachher genau bei 2,5. Ich nähe natürlich erst immer eine Seite an und das wird die blaue erst sein und dann die anderen und immer so, dass ich das gleich habe. So nähe ich das aneinander dann, wenn sie alle geschnitten sind. Hier oben schneide sie auseinander und dann die andere. Ich werde erstmal einen kurz zeigen. So, und dann nähe ich hier immer weiter, bis ich alle vernäht habe. Ich habe einen Streifen geschnitten über die gesamte Stoffbreite, also 44 Inch. Hier, wenn man hier auf dem Stoffmarkt geht, dann sind die 1,50 Meter sogar breit. So, das ist jetzt alles aneinander genäht. Auch die andere Seite schon habe ich inzwischen gemacht. Und jetzt schneide ich sie einfach auseinander, so lang. Lege es mir hier an. Diese auseinander. So sehen die dann aus. Und dann haben wir nachher eine Menge Blöcke. Die legen wir gleich zusammen aus. So, und jetzt schneide ich mir das zu auf 2,5 Inch. Und dann habe ich 32 Blöcke. Sage und schreibe, und damit kann ich schon eine Menge anfangen. Das ist jetzt mein Block-Layout. Das sieht so ein bisschen sprenkelig aus und ich habe Blöcke übrig. Also wenn ich jetzt hätte größer gemacht, also noch mal eine Reihe ran, dann hätten 4 gefehlt. So habe ich jetzt noch ein paar übrig, da mache ich einfach einen kleineren Block draus. Was für ein niedlicher, schöner Block. So, der hat eine Größe von 10,5 mal 10,5. Und alles nur von dem
zack, was ich hier weggeschmissen, was viele wegschmeißen. Das ist viel Arbeit sicherlich, aber dennoch lohnt sich das, finde ich. Und wenn ich das immer mit von meinen Projekten mache, gleich einen Block hinterher, dann habe ich nachher irgendwann bei zehn solchen großen Blöcken, wenn ich 12,5 Inch habe, und dann kann ich die alle mal von die Restblöcke von, kann ich ebenso wieder ein Quilt von machen.